Ja, hallo meine Lieben, ich musste für Kunden von mir zur Waldorfschule und alles nochmal abchecken. Und sie haben eine wunderschöne Wohnung von uns gekauft in Kestel, eine Duplex riesengroße, und haben beide Kinder schon eintragen lassen hier. Und wir mussten jetzt nochmal abchecken, ob alles passt. Natürlich mache ich das gerne für unsere Kunden, ist aber klar. Und ich habe auch immer türkische Schulen empfohlen. Ich habe immer gesagt, bringt sie halt in der türkische Schule, die kostet halt nichts, ne? Habe ich gesagt, zu vielen Kunden. Ja? Und dann hat mich der Fatih und die Isabella, waren wir mal zum Essen bei ihnen, haben sie halt nochmal alles richtig erklärt, dass hier halt die Kinder, Anführungsstriche, nicht so sehr gleich eine Belastung auf sich aufnehmen müssen. Und ich muss schon sagen, also ich war jetzt drin, die Schule ist mega, wirklich, die Schule ist der Hammer. Und ich muss wirklich sagen, die Kinder schauen alle, das ist eher wie ein riesen Spielplatz, ja, schaut das Ganze aus, ja. Und ja, da scheinen sie schon recht zu haben, ne? Hier haben sie es halt einfacher, die Kinder, ja. Hier haben sie es einfacher, es kostet halt Geld, ja. Und, aber man hat ja nur einmal Kinder, ne? Und ist auch schön, wenn man sagen kann, wir haben euch diese Schule ermöglicht. Und ja, da haben sie wahrscheinlich recht, ne? Wobei ich immer noch auch sagen muss, die türkischen Schulen sind ja keine Folterkammern. Ja? Eher im Gegenteil, die sind auch nicht schlecht. Aber sie haben mich ja gut aufgeklärt, der Fatih und die Isabella. Und dass es halt hier schon etwas anders zugeht. Und das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja, wer seine Kinder liebt, der schiebt. Nein, wer seine Kinder liebt, der schiebt sie hierher ab. Ne? Wollte ich schon fast sagen. Aber ich war jetzt gerade drin, wirklich super. Ich will auch gar nicht drin filmen oder so. Wirklich super. Und vor 3 Jahren hatte ich ja schon ein Video drüber gemacht, dass hier auch eine Waldorfschule gibt. Und dass sie so schön ist, das ist schon der Hammer. Der Lars bringt ja immer wieder mal Berichte darüber und ausführliche und gute. Und ja, hast recht, Lars. Und auch, dass die Gegend wirklich fantastisch ist. Da hast du auch recht, ne? Wenn ich hier jetzt den Pfirsichbaum hier sehe, ja, und hier Orangen. Und die Gegend nur Kleinbauern. Also die Kinder haben sie schon gut, muss ich schon sagen. Das ist echt schon was Besonderes. Ne? Und das schaut auch sehr gut verarbeitet aus. Also die Schule top, als wärst du in Deutschland, hätte ich schon fast gesagt. Also mega, also wirklich super. Gratuliere euch. Ja, habt ihr gut entschieden. Ne? Okay, so viel von mir und an die Familie, die jetzt dieses Dokument da von mir wollte. Alles im grünen Bereich, die sind eingetragen, alles super und erledigt. Dankeschön, liebe Grüße, bis zum nächsten Video.